Viele haben sich schon gefragt, was dieser Ausdruck Schlacht von Harmageddon eigentlich bedeutet. Nun, er bezeichnet den Schlusskampf zwischen Gott und den Regierungen hier auf der Erde. Diese Regierungen und ihre Anhänger erkennen das Recht Gottes bis heute nicht an und stellen sich somit gegen Gott. Die Schlacht von Armageddon wird allen von Menschen gebildeten Regierungen ein Ende machen, und zwar für immer. Das Wort Armageddon kommt nur einmal in der Bibel vor, und zwar in der Offenbarung 16, Vers 16. Dort wird prophetisch davon gesprochen, dass die Könige der ganzen bewohnten Erde zum Krieg des großen Tages Gottes, des Allmächtigen, versammelt werden, und zwar an dem Ort, der auf Hebräisch Armageddon genannt wird. Nun, wer wird denn in der Schlacht von Armageddon überhaupt kämpfen? Jesus Christus wird eine große Armee im Himmel befehligen und sie zum Sieg gegen Gottes Feinde anführen. Zu diesen Feinden zählen alle, die sich gegen Gott stellen oder ihn verachten. Viele fragen sich, ob die Schlacht von Armageddon sich im Nahen Osten austragen wird. Die Antwort ist nein. Die Schlacht von Armageddon wird nicht nur an einem bestimmten Gebiet stattfinden, sondern die ganze Erde betreffen. Armageddon, auch bekannt unter dem Namen Harmageddon, Hebräisch Har-Megiddon, bedeutet auch wörtlich Berg von Megiddon. Megiddo war eine Stadt im alten Israel. Die Geschichte berichtet von entscheidenden Schlachten, die in der Umgebung dieser Stadt ausgetragen wurden. Manche davon werden auch in der Bibel erwähnt. Allerdings kann sich Armageddon nicht auf dieses geografische Gebiet in der Nähe von Megiddo beziehen. Denn zum einen gibt es dort keinen großen Berg. Und zum anderen würden selbst in der nahegelegenen Tiefebene in Jezreel nicht alle Platz finden, die gegen Gott kämpfen werden. Stattdessen ist Armageddon übertragen zu verstehen. Er bezeichnet die Weltlage, in der sich die politischen Mächte ein letztes Mal vereint gegen Gottes Herrschaft stellen werden. Aber wie wird nun die Schlacht von Armageddon eigentlich ablaufen? Man kann nicht genau sagen, wie Gott seine Macht einsetzen wird. Ihm steht ein Waffenarsenal zur Verfügung, das er auch schon in alter Zeit zurückgegriffen hat. Zum Beispiel Hagel, Erdbeben, sintflutartige Regenfälle, Feuer und Schwefel, Blitze und auch Krankheiten. Vor lauter Verwirrung werden sich zumindest einige Feinde Gottes auch gegenseitig umbringen. Doch sie werden vor ihrem Tod erkennen haben, dass es Gott war, der gegen sie gekämpft hat. Oft hört man ja auch, dass Armageddon der Weltuntergang sein soll. Das ist nicht der Fall. Unser Planet wird nicht untergehen. Die Bibel sagt auch, dass die Erde für immer das Zuhause der Menschen bleiben wird. In der Schlacht von Armageddon wird auch nicht die Menschheit ausgelöscht. Ganz im Gegenteil. Eine große Volksmenge wird überleben. Es sind Menschen, die Gott dienen. Wenn die Bibel davon spricht, dass die Welt vergeht, ist mit der Welt nicht die Erde gemeint, sondern die menschliche Gesellschaft, die sich gegen Gott stellt. In diesem Sinne wird Armageddon also tatsächlich das Ende der Welt sein, das Ende für gottlose Menschen. Jetzt ist natürlich die spannende Frage, wann wird das Ganze stattfinden? Nun, die Schlacht von Armageddon wird der Höhepunkt der großen Drangsals sein, von der Jesus gesprochen hatte. Aber über den Zeitpunkt sagte er,
Der Tag und die Stunde kennt niemand, weder die Engel im Himmel noch der Sohn, sondern nur der Vater. Die Bibel macht also keine genaue Zeitangabe. Sie zeigt aber, dass Armageddon während der Zeitspanne stattfinden wird, in der Jesus als König im Himmel regiert. Und diese Zeitspanne begann 1914.